Hallo meine Lieben, und zwar habe ich für euch ein Aufgebraucht-Video. Und zwar ein Aufgebraucht von Juni und Juli, also halber Juni und halber Juli. Ja, ich habe heute mal meinen Ring hier angezogen und meine Ohrringe und auch meinen Nasenring habe ich heute mal an. Und ja, meine Kette. Jo, genau. Und zwar wollte ich, wie gesagt, mit euch dann aufgebraucht drehen. Und es kam wieder, ja, einiges zusammen. Wie das halt so ist, ne? Ja. Und fangen wir mal an. So. Aufgebraucht haben wir einmal. Mein Nasenring, der verrutscht einen dauernd. Das geht einem auf den Nerven. Einmal, wie gesagt, Unterlagen, da sage ich nicht mehr viel drum, weil da streiten sich die Geister, wie man, oh, weil Asse juckt, wie man da was, ne? Dann haben wir aufgebraucht, oh, meine Nase, die juckt jetzt aber doll. Von Ebelin, 90 Kosmetiktücher, ja, die brauchen wir halt immer, gell? Das sind so Tücher, die habe ich überall in der Küche, in der Küche habe ich Küchentücher, also Zewa. Aber im Schlafzimmer, im Wohnzimmer haben wir überall die rumstehen. Die brauchen wir immer. Dann haben wir aufgebraucht von Trixi Hamsterbett, also Hamsterwatte. Und ja, da haben wir das einmal aufgebraucht. Habe ich auch schon neu gekauft wieder für mein Hamster. Dann haben wir aufgebraucht von Pedigree Rodeo. Die sind mit Rind, da sind 4 Stück drin, Omega-3 und Vitamin E. Ja, ab und an kriegen meine Hunde mal 70 Gramm sind insgesamt drin. Essen die sehr gerne, bekommen sie dann auch. Dann habe ich gekauft von DM Mivolis Hustenbonbons, rote und gelbe Früchte mit 7 Vitaminen für Kinder ab 4 Jahren. Erhältlich in 2 Sorten, 75 Gramm. Sie sind zuckerfrei. Ja, die waren sehr, sehr gut. Ich habe noch 3, 4 in meiner Handtasche und die kaufe ich immer wieder mal nach. Dann habe ich hier einmal, aber das habe ich noch nicht aufgebraucht. Und zwar sind das Müllbeutel mit Lavendelduft. Medium 30 Liter. Und zwar sind die vom Action. Und die riechen unglaublich gut nach Lavendel. Und ja, da sind 15 Stück drin. Und die lassen auch keinen Geruch daraus. Und die riechen so wunderschön nach Lavendel. Und die kaufe ich jetzt immer wieder nach. 55 mal 60 cm sind die groß und breit. Und 30 Liter sind das. Und ja, sehr gut. Dann habe ich gerade in meiner Küche eine Kerze vom Action. Und zwar diese hier, die heißt Kedar Wood, ja, Aromatics. Moment. Ja, der Duft kann ich jetzt aber nicht. Ja, vielleicht kennt ihr ja diesen Duft hier. Ich liebe diesen Duft. Habe ich gerade in meiner Küche in Anwendung. Dann haben wir leer gemacht, beziehungsweise mein Hase, meine Snow White von Multifit vom Fressnapf Dipper Snacks mit Waldfrüchte. 2 mal 60 Gramm, also 160 insgesamt. Und das hat meiner Snow White sehr gut geschmeckt. Hier oben war das so mit Honig und hier unten so mit Waldfrüchte und hat ihr sehr gut geschmeckt und deswegen ab und an kriegt die das mal. Dann habe ich, weil ich tue ja alle 2 bis 3 Monate wechsle ich meine Zahnbürste, wie nachdem, wie sie aussieht, auch früher. Und zwar habe ich mir die bei Ross, bei Action gekauft von Colgate in der Soft, also weich. Ich brauche eine weiche Zahnbürste, sonst kriege ich Zahnfleischbluten. Und zwar diese hier, die ist unten so schön grün glitzer und oben halt ein ganz normaler Kopf. Der Kopf sieht so grün-schwarz aus und ja, kostet beim Action ein paar Cent.
Und dann hat mein Mann ein Duschgel leer gemacht von Balea Men. Ice Feeling Duschgel 4 in 1 Körper, Gesicht, Haar und kühlend mit kühlendem Menthol. Cooling-Effekt. Da sind 300 ml drin, ist vegan. Mein Mann hat dieses Duschgel geliebt. Ich hasse es, weil, wenn mein Mann damit duschen geht, riecht die ganze Wohnung, das ganze Haus nach Menthol. Und das stinkt. Da kriegst du kaum Luft, ne? Und mein Mann verwendet das scheinbar zu oft und der hat davon im Moment so einen kleinen leichten Ausschlag bekommen. Deswegen tut er das hier im Moment nicht mehr nachkaufen. Er setzt damit aus und benutzt andere. Bin ich sehr froh drüber. Dann hat mein Mann das neue Duschgel leer gemacht von Balea Men. Das ist eine limitierte Edition. Colorful Beach Duschgel 3 in 1 Körper, Gesicht und Haar mit erfrischendem Duft sind 300 ml drin. Und zwar ist es dieses hier. Ja, riecht sehr frisch. Also ist ein sehr frischer Duft. So Sommer Beach halt. Ne? Und das kauft er wieder nach, solange das auch im Regal ist. Und ach, riecht wirklich sehr, sehr frisch. Ist denn an. Sehr angenehmer Duft und das kauft er wieder nach. Dann habe ich einmal gebraucht und habe ich einmal verwendet und zwar vom Action die Unter-Eye-Pads. Die sind mit Gurke und ich liebe diese Masken und ich darf die aber nicht zu nah an mein Auge tun, weil der Duft ziemlich in meinen Augen brennt. Ich weiß nicht, wem es noch so geht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber die sind sehr, sehr gut. Dann habe ich einmal leer gemacht von Ibelin 50 Maxi Wattepads. Super soft, 100% Baumwolle, weich und extra voluminös. Extra, ja, voluminös, wie ich gerade schon gesagt habe. Und zwar sind da ja 50 Stück drin. Und zwar diese hier. Ja, eigentlich wollte ich auf die ja ganz verzichten, weil ich ja meine wiederverwendbaren Wattepads habe, die man ja waschen kann. Und aber ich kann auf meine Wattepads verzichten, weil ich brauche die einfach für mein Rosenwasser aufzugeben, für mein Gesichtswasser aufzugeben und ich brauche die auch für meinen Nagellack abzumachen an den Füßen, ab und an mal an den Fingern. Jetzt im Moment habe ich mein Gel abgemacht, meine Gelnägel und ich brauche die einfach, ne? So. Dann habe ich hier von Aldi Süd Lacura Kompaktpuder für einen ebenmäßigen samtig matten Teint. Und zwar habe ich die Farbe 30 Sun. Sind 10 Gramm drin, ist sogar vegan. Habe ich sogar noch in Anwendung. Kann ich euch mal zeigen. So sieht das Döschen aus. Von hinten so. Hat sogar einen Spiegel drin. So sieht die Farbe aus. Riecht sehr, sehr gut. Und ja, damit gehe ich dann, wenn ich mich mal nicht schminke, über den Tag dann mal drüber und fertig ist die Laube. Finde ich sehr, sehr gut. War für 1 Euro paar Zerquetschte gewesen. Kaufe ich mir auch wieder nach. Dann habe ich hier von Winston für meine Snow White Nagersticks mit Löwenzahn und Pastinaken ohne Zuckerzusatz mit Mineralstoffen und lebenswichtigen Vitaminen. Sind 2 Stück drin, 112 Gramm insgesamt. Die kriegt meine Snow White ab und an auch mal. Zwar nicht oft, aber ab und an kriegt sie sie mal. Dann habe ich hier von Balea Parfüm Deodorant. Golden Moon, 0% Aluminium, langanhaltender, sinnlich orientalischer Duft. Das riecht wie das Alien-Parfüm, was ich euch auch schon mal also gezeigt habe. Ist ein Tube darüber. Sind 150 ml drin, ist sogar vegan. Habe ich schon nachgekauft. Ich finde dieses Deo sehr, sehr gut. Und das kommt an diesem Alien-Parfüm, kommt es nicht ganz ran, aber so ein Ticken. Und ich finde das einfach gut und habe ich schon nachgekauft. Dann habe ich hier von Garnier Fructis Aloe Hydra Bomb Feuchtigkeitsspülung. Aloe Vera Gel plus Glycerin.
normales Haar, mit Feuchtigkeit versorgtes, geschmeidigtes und wertvolles Haar ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Und das kann ich auch wiedergeben. Hier steht drauf: Flaschenkörper aus 100% Recyclingplastik. 250 ml waren da drin. Ich finde das sehr gut. Habe ich schon nachgekauft. Ich bleibe jetzt auch bei dem hier. Meine anderen, die ich habe, verwende ich trotzdem. Die mache ich noch leer. Aber jetzt im Moment bleibe ich mal bei diesem hier. Der Duft ist mega geil. Riecht sehr gut. Die Haare sind schön weich, geschmeidig. Der Duft ist sehr angenehm. Und ja, tut meiner Kopfhaut auch sehr gut, weil Aloe Vera ist da drin. Ich liebe Aloe Vera. Und ja, kaufe ich wieder nach. Dann bist du wieder drin. Hab gemeint, mein Mann käme rein. Naja, dann hat mein Mann leer gemacht von Isana Men. Duschgel sensitiv mit aromatischem Zederholzduft. 3 in 1 Körper, Gesicht und Haar. Rezeptur ohne Mikroplastik, hergestellt aus 100% recyceltem Plastik. Ist vegan, 300 ml. Da zeige ich euch ja jedes Mal. Das liebt mein Mann. Kauft er immer wieder nach, weil sensitiv ist. Und ja, das liebt er halt. Dann habe ich hier von Eric meine Lieblingskerze aufgebraucht mit Bratapfelzimt. Und diese Kerze liebe ich. Die kaufe ich wirklich immer nach beim Action, weil da sind die immer im Angebot. Und das liebe ich. Winter, Sommer, Herbst, egal welche Jahreszeit, weil der Duft ist einfach grandios und die Wohnung riecht so super danach. Und deswegen bleibe ich auch bei dem. Also ich kaufe mehrere Düfte, die mir gefallen, aber das ist mein allerlieblingsduft. Dann habe ich hier die Umverpackung von selbsthaftende Bandage. Die habe ich mir mal beim Teddy gekauft. Die habe ich schon nicht probiert, deswegen kann ich schon allzu viel dazu sagen. Dann hat mein Mann eine Maske benutzt, und zwar von Balea Hanftuchmaske. Jeder Hauttyp, Tuch aus 70% Hanffasern. Intensive Feuchtigkeit mit Hanfsamenextrakt und Hyaluronsäure. Tuchmaterial biologisch abbaubar. Ist vegan, liebt mein Mann, super gut. Dann habe ich hier noch nicht aufgebraucht, nur umgefüllt von Isana Pflegekapseln. Q10 Antifalten. Ich habe zwar noch keine U-Falten, aber man kann ja vorbeugen. Intensiv straffend Anti-Age Protect Komplex. Anspruchsvolle Haut. Faltentiefe reduziert bis zu 85% der Testerinnen. Sind 7 Stück drin. Jo, hergestellt in Deutschland. Kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es dann umgefüllt und in den Kühlschrank gestellt. Dann habe ich hier aufgebraucht von Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Ist vegan. Die fand ich sehr, sehr gut. Ich habe ja 5 Stück gekauft davon. Ich habe noch welche im Kühlschrank. Die fand ich sehr gut. Die waren auch sehr schön unter den Augen, haben die gehalten, haben sehr gut Feuchtigkeit gespendet. Die waren ja in so einem Kaktusgrün, in so einem Glitzergrün, so wie hier hinten drauf die Farbe. Fand ich sehr gut. Dann habe ich aufgebraucht von Balea Feuchtigkeit spendendes Gesichtswasser mit Hydrokomplex Normal und Mischhaut. 10% Aloe Vera. Hier sind 200 ml drin. Ist vegan. Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich schon nachgekauft. Nur ich mache jetzt erstmal alles andere leer, bevor ich mein neues anfange. Und der Duft, der ist wirklich grandios nach Aloe Vera. Und ja, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier leer gemacht von Mivolis. Verbesserte Rezeptur, Nahrungsergänzungsmittel, Multivitamin für Kinder. Jetzt sind so 20 Lutschbärchen und ja, die kaufe ich immer wieder nach. Ich habe noch 2 Stück und die schmecken auch sehr gut nach Multivitamin. Dann habe ich hier nur umgefüllt, und zwar sind das hier von Balea Lift-Effekt-Konzentrat hautfestigend mit Sofort-Effekt. Sind auch 7 Stück. Davon habe ich welche schon verwendet. Die fand ich sehr, sehr gut. Genauso wie mein Serum von Balea. Diese Vital Plus Serum. Genau, da sind die Kapseln dazu. Finde ich sehr, sehr gut.
Dann habe ich hier von Balea Vitamin C Konzentrat, ebenmäßiges Hautbild mit Vitamin Power. Die habe ich auch nur umgefüllt. Ich habe eins schon verwendet, finde ich Bombe. Wirklich Bombe. Die sind echt zu empfehlen, die Kapseln. Genauso wie diese Kapseln hier, die habe ich auch umgefüllt. Ich habe auch welche davon schon, wie gesagt, verlost gehabt. Und zwar einmal Latias, auch Vitamin C. Die habe ich noch nicht probiert. Die sind vom Action. Die habe ich auch nur umgefüllt. Und die hier sind mit Feuchtigkeit und Hyaluron. Davon habe ich schon eins probiert. Finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier zweimal leer gemacht von Isana. Diese Folienaugenpads. Kühlend, diese Holo, sofort Frischeffekt mit Vitamin B, jeder Hauttyp. Das sind diese Holo-Dinger, das ist auch vegan. Da habe ich zweimal aufgebraucht. Ich liebe die, die kaufe ich auch wieder nach. Dann habe ich hier einmal leer gemacht von Denk mit automatisches Duftspray. Und zwar war das hier unten bei uns im Flur gewesen. Ist ein Nachfüller mit frische Zauber. Neutralisiert Gerüche für ein anhaltendes Dufterlebnis. Ja, ich fand diesen Duft wirklich gut. Waren 250 ml drin. Kaufe ich auch immer wieder nach. Dann ging hier einmal leer von Balea. Erfrischende Reinigungstücher 3 in 1 normal und Mischhaut. 10% Aloe Vera ist ohne Alkohol und ohne Ethanol. Ist sogar vegan. 25 Tücher drin. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Guckt meine anderen Aufgebraucht-Videos. Da habe ich schon sehr viel drüber gesagt. Die dürfen bei mir nie leer gehen. Davon habe ich immer Backups. Die liebe ich, liebe ich, liebe ich. Und da gehe ich jeden Morgen drüber, jeden Mittag, jeden Abend. Ich brauche die einfach. Es sei denn, ich bin geschminkt, dann mache ich das nur morgens und abends halt, ne? Dann habe ich umgefüllt von Isana diese Nike in Beauty Pflegekapseln. Ist für jeden Hauttyp ohne Mikroplastik, reduziert der Faltentiefe, regeneriert und festigend. Wildrosenöl und Retinol sind auch 7 Stück drin, hergestellt in Deutschland. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe die alle umgefüllt in so kleine Döschen, beschriftet und in den Kühlschrank gestellt, damit die schön kühl sind. Und dann ist der Effekt noch mal besser. Und diese Kapseln hier habe ich vorgestern Abend eine probiert und ich finde die auch sehr, sehr gut. Und dieser Wildrosenöl und Retinol riecht so, so gut und Bombe. Dann haben wir hier aufgebraucht vom Kaufland Toilettenpapier Recycling. Da hole ich einfach das, was uns gerade so am besten gefällt. Gibt es nicht viel drüber zu erzählen. Dann haben wir von Baby Dreams diese extra sensitiv Feuchttücher leer gemacht. Ja, schon eine Reinigung für empfindliche Haut ohne Parfüm mit Aloe Vera und Alanthion. 80 Tücher sind da drin. Ja, sind normale Tücher. Habe ich auch schon viel oft drüber gesagt. Kaufe ich immer nach. Dann habe ich hier von Softland Frühlingsfrische. 1 Liter sind hier drin. Das war eine neue gewesen und der Duft, der war so grandios. Der hat so gut geduftet nach Frühlingsfrische und den kaufe ich wieder nach. Das war so ein grünes gewesen und ja, Bombe. Hierzu brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen von Denk mit. Die Hygienespüle, Wäschedesinfektion kaufe ich auch immer nach. Wie gesagt, guckt meine anderen Aufgebraucht-Videos, da erzähle ich so viel darüber. Die brauche ich immer, die kaufe ich wirklich, wirklich immer. Dann habe ich von IUTI die iPad Mask Luxuriös Lift Peptide Hyaluron Vitamin A. Das sind ja diese lilanen. Die liebe ich wirklich alle von IUTI, ne? Dann habe ich aufgebraucht von S. Oliver So Pure Woman Beat und Shower Gel. 75 ml waren da drin gewesen. Ich meine, hat meine Mama mir mal geschenkt. Fand ich sehr, sehr gut. Hat sehr lange geduftet auf der Haut. War ein sehr angenehmes Duschgel gewesen. Und ja, sehr, sehr gut. Dann habe ich hier einmal Küchentücher haben wir leer gemacht. Von Saugstark und Sicher Küchentücher Classic. Dreilagig, waren 4 Rollen, 64 Blatt. Gell? Die kaufe ich überall im DM, im Rossmann, gerade da, wo sie im Angebot sind. Dann hat mein Mann ein Duschgel leer gemacht. Darüber, ja, da zeige ich euch auch immer, brauche ich euch eigentlich nichts mehr so zu sagen. Lieben wir einfach. Genauso wie dieser Weichspüler hier, der ist neu. Den habe ich euch aber auch schon mein Aufgebrauchs gezeigt. Lieben wir auch, kaufen wir auch immer nach. Hier haben wir noch einmal, hat mein Mann noch einmal leer gemacht.
Dann habe ich leer gemacht von Balea, erfrischendes Waschgel, 10% Aloe Vera, mild schäumend mit Hydrokomplex, Normal- und Mischhaut, sind 150 ml drin, es ist vegan, liebe ich auch, habe ich nachgekauft, aber ich brauche erstmal meine anderen alle auf und ist genauso gut wie das Rosenwasser und genauso wie all die anderen Sachen, die ich habe. Also wirklich große Liebe. Dann habe ich von Ayutia die neue Maske gemacht. Beauty Boost Tuchmaske. Die habe ich mit euch ja zusammen in einem Video gemacht. Guckt euch mein Video an. Darüber habe ich was gesagt, wie ich die finde. Dann haben wir von Lidl ja, saugstark und reißfest dreilagig diese Küchentücher leer gemacht. Ich kaufe die wirklich überall, wo sie gerade im Angebot sind. Dann gingen wir uns in der Küche leer von Sacrotan, sanft zur Haut, stark gegen Bakterien, diesen No-Touch-Füller mit grüner Apfel- und Jasminblüte, sind 250 ml drin, kaufe ich immer nach und das war wirklich ein wirklich geiler Duft, der war wirklich traumhaft gewesen und macht sauber und ich liebe Sacrotan und kaufe ich auch immer nach. Dann hat mein Mann diese Peel-Off-Maske von Balea gemacht, die habe ich euch auch schon oft gezeigt, die ist zum Abziehen. Auch sehr, sehr gut. Die Masken allgemein von DM sind wirklich alle gut, auch von Rossmann. Dann habe ich hier von Jesa Maxi Binden Night und Plus, auch für leichte Blasenschwäche geeignet. Schutz vor Gerüchen, sind 20 einzeln verpackte drin, extra lang. Zeige ich euch auch jedes Mal, brauche ich auch immer wieder auf. Hier habe ich nur die Umverpackung und zwar von Isana Wimpern und Augenbrauenserum Eyelash. Längere, vollere und dichtere Wimpern, verdichtet Augenbrauen, jeder Hauttyp. Sind 6 ml drin. Das bin ich ja gerade momentan am Verwenden und meine Augenbrauen sind so gewachsen und so kräftig geworden. Ich liebe dieses Serum, kaufe ich auch wieder nach. Dann habe ich hier einmal, ja. Die Umverpackung, da habe ich zwei Entwurmtabletten gekauft für meine Hunde, für meine größere, für meine Miley und für meinen Jungen, für den Rocky. Die wurden entwurmt, muss auch sein. Ja, dann habe ich hier die Umverpackung von Bettys, diese Haarbänder, genau. Die finde ich sehr, sehr gut. Da war dieses hier drin gewesen. Dieses Leo Optik. Ich liebe diese Haarbänder und die kosten nur ein paar Cent. Die kannst du anziehen, wenn du den Haushalt machst, um die Haare zurückzumachen. Wenn du dich abschminkst, wenn du dich waschen tust, wenn du dich schminkst, die kannst du bei allem verwenden. Die kannst du einfach nur so anziehen, wenn du den Haushalt machst oder wenn du die Haare einfach wegmachen willst, ne? Dann haben wir hier noch einmal drin. Wie gesagt, ist ja der Aufgebrauch vom halben Juni und vom Juli jetzt. Und ja. Dann haben wir hier einmal von Soft und Sicher Taschentücher, extra große Box. Da sind 110 Stück drin, vierlagig, 27 x 30 cm. Und war dieses Muster gewesen. Ja, die kaufen wir immer. Dann haben wir hier von Soft Lan. Dieses hier habe ich euch auch schon wie oft gezeigt, lieben wir auch. Ja, dann haben wir hier noch einmal dieses selbe Duschgel. Mein Mann hat die alle aufgebraucht jetzt, weil er einen leichten, ja, Ausschlag bekommen hat. Dann haben wir hier von Domestos einmal diese Aktiv-Türkis-Spüler 5 Power im tropischen Duft. Ja, die habe ich im Action gekauft. Sind sehr gut, kaufe ich wieder nach. Dann habe ich hier umgefüllt von Balea Feuchtigkeitskonzentrat, milder Trockenheitsfältchen mit Algenextrakt und Olivenöl. Ja, Hydro-Kick, seidenweiche Haut, frische Ausstrahlung. Sind auch, wie gesagt, 7 Stück drin. Finde ich sehr, sehr gut. Die habe ich schon verwendet. Zwei habe ich noch. Also die spenden wirklich intensive Feuchtigkeit. Und jetzt kommen wir zu dem hier von Isana Pflegekapseln Perfekter Turn. Hautverschönend, Arganöl und Ingwer-Extrakt. Jeder Hauttyp wird auch in Deutschland hergestellt. Diese Kapseln liebe ich. Ich habe davon ganze 5 Packungen gebunkert. Jetzt zur Zeit habe ich gerade 3 Stück noch, also 3 Kapseln im Kühlschrank. Ich liebe die. Die machen die Haut wirklich glatt und seidenweich. Der Duft ist grandios. Wirklich ein Must-Have-Produkt. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier 3 Lippen, 3 Stifte aussortiert. Einmal von Essence Gel Eye Pencil. Ja, der ist einfach gar nichts, ne? Dann habe ich hier von Rival de Loup einen Lip Liner.
Der ist auch gar nichts. Und von Essence habe ich hier einen Lip Liner. Der ist auch nichts. Der hier. Die sind einfach nix. Sind einfach scheiße. Deswegen schmeiße ich die jetzt weg. Dann ging bei uns im Spinnchen in der Waschküche so ein Nachfüller hier leer. Von Dumol Mini Spray Nachfüller Fresh and Pure. Genau, war in unserer Waschküche für ab und zu mal zu drücken und einen frischen Duft zu machen. Finde ich sehr, sehr gut. Kaufe ich auch wieder nach. Dann haben wir hier, das war glaube ich von Netto Markt, von Netto genau, Priva Ozean WC Reiniger. Ja, da kann man, ist ein Liter drin, da kann man nicht viel zu sagen. Macht halt der Klo sauber, gell? War so ein blaues Zeug, riecht auch angenehm. Kaufen wir auch wieder nach. Dann haben meine Hunde über den ganzen Monat so verteilt von Juni und Juli, also ne, Leckerlis gegessen. Ich habe ja drei Hunde, wie gesagt. Einmal vom Aldi, von Romeo Classic Vital Sticks. Ohne Zuckerzusatz, Vitamin- und Spurenelement. Zahnpflege, 210 Gramm, sind 7 Stück drin. Ja, meine Hunde lieben die, gell? Die machen auch die Zähne sauber und so. Und dann habe ich hier, wie gesagt, drei Stück. Diese hier, das sind die gerollten Dinger mit dem Hühnchen drum. Dann habe ich hier, Moment, aussortierte Sachen und leergegangene Sachen. Moment, Moment, Moment. Ich muss das hier mal gerade mal rausholen. Dann habe ich auch, wie gesagt, sehr viele Masken aufgebraucht. So. Einmal habe ich aufgebraucht von Schwarzkopf Glisskur, diese SOS Intensivkur. Lob. Seidige Haare und Geschmeidigkeit, sprödes, glanzloses Haar. 20 ml, das fand ich sehr gut, sehr angenehm, kaufe ich auch wieder nach. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht, ja, diese Handmaske hier, die war mit Gurkenextrakt. Die waren wirklich nur für die Fingerkuppen gedacht, ne? Habe ich mal ausprobiert, diesen Kitschkatsch. Brauche ich jetzt nicht nochmal, hat aber angenehm gepflegt und hat nach Gurke gerochen, aber brauche ich nicht mehr, ist vom Action. Dann habe ich vom Action aufgebraucht und zwar die After Sun Facial Cheese Mask White Aloe Vera. Diese Maske fand ich sehr gut. Die hat sehr gut nach Aloe Vera geduftet, hat Feuchtigkeit gespendet. Wenn ihr euch draußen in der Sonne sonnt und einen leichten, ja, Sonnenbrand habt im Gesicht, sage ich mal, falls ihr euch nicht so geschützt habt mit der Sonnencreme, könnt ihr diese nachher drauf tun und die kühlt wirklich sehr, sehr angenehm. Könnt ihr aber auch so verwenden, ne? Dann habe ich hier noch einmal dieselbe Maske hier gemacht von IOTI und dann habe ich noch einmal die hier mit Gurke. Dann habe ich hier von Isana Pflegekapseln Anti-Age, erhöht der Hautfestigkeit, glättend und straffend. Macadamiaöl und Vitamin E, reife Haut. Sind 7 Stück, wird auch in Deutschland hergestellt. Finde ich sehr gut, habe ich schon verwendet. Ich habe noch eins im Kühlschrank und finde ich mega, mega gut. Verspricht genau das, was draufsteht. Und ja, kaufe ich wieder nach. Die kosten ja nicht so viel. Ich meine 75 Cent. Und wenn die im Angebot sind, mit der 10% App von Rossmann, spart ihr noch mal eine ganze Menge. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Rival de Loop diesen Divine und Fill, diesen ja Eye Pencil in der 01 Almond. Diesen hier hat ja dieses wunderschöne kleine Bürstchen hier unten dran. Ja, sind Moment, wie viel sind denn da drin? Wo steht gar nicht drauf, wie viel drin sind. Ja, habe ich aufgebraucht und kaufe ich auch wieder nach. Oh, da habe ich sogar zweimal aufgebraucht. Dann den hier habe ich aussortiert von Essence. Diesen Waterproof Eyeliner Pen. Der ist bei mir. Ja, der ist eingetrocknet. Der macht gar nichts mehr. Deswegen kommt der jetzt auch weg. Dann habe ich hier von Essence einen Lipstick aussortiert. Ja, der bringt einfach nicht mehr. Ich glaube, der ist mir gekippt und deswegen kommt der weg. Und dann habe ich einmal aufgebraucht von Essence Eyebrow Style Set. Das sind diese, ja,
Augenbrauen-Kits mit hell und dunkel, mit den kleinen Pinselchen. Das kleine Pinselchen und die Schablonen habe ich behalten, weil die kann man ja weiterverwenden und gebrauchen. Ja, sind, Moment, 2 Gramm drin, finde ich sehr gut. Dann haben wir einmal aufgebraucht von Softlan Frühlingsfrische, genau dasselbe noch einmal. Dann habe ich noch mal aufgebraucht meine Reinigungstücher. Dann hat mein Mann sich auch eine neue Zahnbürste geholt, weil wir wechseln die wirklich regelmäßig aus. Und dann habe ich hier von Essence Long Lasting Eye Pencil 18 Stunden Waterproof 01 Black Forever. Den habe ich aufgebraucht, der ist leer. Der ist wirklich ganz, ganz leer. Ihr seht ihn unter meinen Augen. Die kaufe ich auch immer nach. Dann habe ich von Balea Q10 Antifaltenkonzentrat glättend mit dreifach Wirkung. Ja, die finde ich auch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Also die sind alle gut, gell? Die versprechen wirklich alle, dass was draufsteht. Also die sind echt, 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 echt top. Dann haben wir hier einmal umgefüllt. Von Kaufland Kleintierstreu, Naturprodukt aus reinen Holzfasern, 100% biologisch abbaubar für Nager und Kleintiere. Da sind 3,2 Kilo drin, 60 Liter. Die brauche ich ja für meine Snow White unten in ihr Ecktoilette, streue ich immer wieder was rein. Oder für meinen Hamster, für meinen kleinen Elvis. Dann ging von meiner Snow White, ging einmal von Fit und Fun dieses Zwergkaninchen Futterleer Vitamin Power, das sind 3 Kilo. Hat sie auch schon neu in Anwendung, kaufe ich immer wieder nach, weil wir kommen mit den großen hier einfach länger aus und ist viel billiger und ergiebiger. Und das ist, ja, ich komme da einfach länger aus, als wenn ich mir die kleinen Päckchen kaufe bei Rossmann. Dann ging bei uns einmal leer Ibuprofen. Ja, 400 akut. Schmerztabletten braucht man wirklich immer im Haus. Dann ging bei uns noch einmal dieses Vernel hier leer. Dann noch einmal Hygienespüler. Die brauchen wir wirklich immer. Ich wasche damit immer, immer, immer. Egal, ob es jetzt 90 Grad Wäsche ist für die Strümpfe, Unterwäsche, Handtücher und so. Genauso wie auch unsere T-Shirts und anderen Klamotten. Da kommt überall Desinfektionsmittel davon rein. Dann haben wir noch einmal das hier, die feuchten Tücher, die lieben wir. Und zu guter Letzt haben meine Hunde dieses Happy Dog Mini Baby Junior Futter leer gemacht. Das ist wirklich das beste Futter, das kriegen meine Hunde nur. Meine Hunde kriegen ihre Vitamine, die sie so brauchen, in all den anderen Nahrungen und was ich denen so gebe, dann auch drin. Und hier ist, das ist ein sehr gutes Futter. Und ja, wir bleiben dabei. Hier könnt ihr auch noch mal da gucken. Da sind 4 Kilo drin und habe ich schon nachgekauft. Und das lieben wir einfach. So, meine Lieben, die Tüte ist leer. Und ja, dann würde ich mich mega drüber freuen, wenn euch mein Video gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Alles andere schreibe ich euch in die Infobox und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin, ciao.